Natürlich möchte ich husten erstmal, ne? Hey Kenners und herzlich willkommen zum ersten Game nach den Placement Matches in der Flexi Queue. Wir sind eingestuft worden auf Gold 1. Also sprich, bis Platin ist nicht so weit. Oh Gott, wir haben ein Udi bei uns. Naja. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ne? So viele Geheimnisse. Schlimmeres als Gold 1 zu sein. Verborgen im Eis. Und ich wollte jetzt einfach nur mal direkt ein Game machen. Sie können die Kälte nicht bekämpfen. Um zu gucken, wie viele Punkte ich denn mit Dings Win oder einem Blues bekomme. Und dann kannst du ungefähr sagen, da ist meine Hin im MMR. Alles ist geplant. Weißt du, was so auf dich zukommt? So, der Durchschnittswert für einen Win bei ausgeglichener Elo sollte so zwischen 20 und 23 Punkte sein. Eure Zeit ist vorüber. Und genau. Zeitalter vergeht, doch ich bleibe. Immer wieder mal ein Spell reinjagen auf ihn. Alle werden niederknien. Mit der Zeit. Boah, schade. Da wollte ich zu viel. Also ich will immer möglichst einen Blasttechnik da bekommen. Die Wächter werden zurückkehren. Mir geht's irgendwie immer dreckiger anstatt besser mit Fakten, weiß nicht warum. Der Krieg ist bereits gewonnen. Schlachten kommen und gehen. Du hast ein bisschen was verpasst. So. Bisschen aufpassen, nicht, dass er mich stark hier reinpickt. So. Das Eis wird ewig. Hat er wieder Thunderlord gehabt, ey, die kleine Hunde oder so, ne? Ach, holen wir lieber die Schuhe. Dings haben wir ja. Die Welt hat vergessen, Schuhe. Da. Noch ein gefrorener Leichnam. Fühlt die Macht wahren Eises. Gefriert so leicht. Ach, Mensch, ey, wenn die Reichweite gerade so nicht so gut ist, ja.
fuck. Ich bin hier im Kurs verpasst. Freljo wird mächtig sein. Dadurch, dass er da auch so rumspielt, verliert er halt auch immer wieder Minions. Dies ist nur eine Schlacht. Das ist gut für uns. Den Krieg habe ich bereits. So, wenn er jetzt nicht abhaut, ist er selber schuld. Zeitalter vergehen. Doch ich bleibe. Vor allem, ich hab gleich Ulti. Na. Oh. Oh. Idiot. Das ist, wenn du overstayst. Und es eigentlich nicht kannst. Ihr könnt keine Lawine aufhalten. So viele Geheimnisse verborgen im Eis. Törichtes Kind. Sie können die Kälte nicht bedienen. Niemand wird sich an sie erinnern. Euer Tod mit einem höheren Ziel. Die Welt hat vergessen, was wahre Macht ist. Ich
Alter vergehen, doch ich bleibe. Und gehen. Ich wäre ihn. Wächter werden zurückkehren. Yahuso hat den zweiten Mal holen können. Oh, wegen dem Husten habe ich hier wieder Mute gemacht. Das nicht mitbekommen, dass ich vergessen habe zu enden. Schade. Freljord wird mächtig. Das Eis wird ewig wären. Zed versucht halt in alle möglichen Richtungen immer auszuweichen. So viele Geheimnisse im Eis. Viel geopfert für im Grunde nichts. Na, da ist sein Schild. So viele Geheimnisse verborgen im Eis. Ist nur eine Chance. Den Krieg habe ich bereits gewonnen. Ha!
Und er hat es schon wieder übertrieben. Ich weiß nicht, warum er das andauernd macht, aber es gefällt mir. Das Eis wird ewig. Der Aatrox eben, ich weiß nicht. Der Gank war jetzt nicht so berauschend, muss man sagen. Ich hatte bei dem Gank nicht mal ein Flash benutzen müssen. Geschweigen, dass ich eine Attacke abbekommen habe. Und den großen will ich aber gerne noch. Die Wächter werden dann kann er damit spielen und die Runde zieht sich fort. Gibt doch ein bisschen Erfahrung. Aber hauptsächlich machen wir das. Ich wäre ewig. Ist ja Hilfe brauche ich schon. Der Gegner hat einen Turm zerstört. So, ganz ohne ihre Auto-Attacks brauchen wir das Spiel nicht spielen, ne? Doch ich bleibe. Ich sehe die Welt ganz klar. So lange. Ja, ja. Verbündeter wurde getötet. Sie können die Kälte nicht bekämpfen. So wird das auf keinen Fall was. Ah. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich hab halt nicht so, dass ich reagieren muss. Zerstört. Da
Danach geht sie zu Dieb rein. Zuerst gar nicht. Und dann zu Dieb. Die Kälte nimmt euch den Schmerz. So, jetzt holen wir das noch dazu. Gehen wir in Richtung. So ein Sisi-Wort ist beim Gegner echt. Ja, gut, ne? So viele Geheimnisse. Gut, wir verteidigen wieder mal 3 gegen 4. Udi muss ja unbedingt Bot gehen. Das bringt's ja auch immer. So. Alle werden niederknien. Zu 5 in der Mitte. Gut gemacht, Odia! Wir verlieren Tier 2 Tower nur damit wir den. Ich
schlechter Scherz von dir, ehrlich. Feljord wird mächtig sein. Tier 2 Tower. Tier 2 Tower für. Und ein paar Kills gegen Tier 1 Tower. Den Feld. Direkt raus, okay. Sie können die Kälte nicht bekämpfen. Okay, das war's dann. Ich geh raus. Das bringt nichts. Keine Place von mir hin.
Ich sehe die Dinge ganz klar. Gehen die da oben rein? Dabei sind wir nicht alle da, ne? Finde ich jetzt nicht so dolle. Zeitalter vergehen. Ich bleibe. So, meine Kinder. Pushen wir uns natürlich echt ordentlich rein. Ist nervig, aber ist leider so. Dann können wir den verkaufen eigentlich. Können wir den bauen. Sie können die Kälte nicht bekämpfen. Zeigt mal gar nicht so übel. Mauskratzer. Manchmal. Das ist so schlimm mit dem Mauszeiger. Fertig. Hat vergessen, was wahre Macht ist. Der Lane sollte niemals alleine laufen. Ja,
Da hat der Z eben auch nach den Plays. So im Grunde wäre Bot. Warum muss sie Face checken? Z haben wir bisher immer recht gut aus dem Game raushalten können. Das hat mir gefallen. Kriegen sie noch alles eingerissen. So, jetzt bin ich mal gespannt.